Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir sind hier in der letzten Folge nochmal eben in unsere alte Basis zurück, denn wir brauchen Kohle. Und ich sehe, wir haben gar keine Kohle mehr. Na, spitze. Wir haben hier aber auch absolut keinen Holzvorrat mehr, ne? Nee. Das heißt, wir müssen nochmal rüber, neue Basis, Holz holen, wieder hierher, in den Ofen hauen, weil wir haben drüben noch keinen Kohlenmeiler. Und den können wir uns leider auch noch nicht bauen, weil uns 2 oder 3 Surtling-Kerne dafür fehlen. Ich glaube, 2 waren es, oder? 5? Oh Gott, okay. Dann machen wir doch nochmal schnell zurück. Ich werde dann mal außerhalb des Videos mal wieder ein bisschen den dunklen Wald besuchen. Und die Kerne sammeln in den Dungeons. Dass wir uns das Ding da drüben auch mal noch basteln können. Holz haben wir hier auf jeden Fall noch. Ich hoffe, es sind nicht nur die 13. Nee. Nehmen gleich. Komm, wir lassen mal 20 Holz hier. Und dann machen wir wieder rüber. In der Zeit können wir ja mal noch ein bisschen Karotten sammeln. Ach Mist, eigentlich hätte ich noch Himbeeren mitnehmen können. Um die Schweinchen zu füttern, aber wir lassen die jetzt erstmal. Nein, wir haben keinen Drang unbedingt, dass wir Fleisch brauchen. Sterben tun die anscheinend auch nicht, wenn sie hungrig sind. Und irgendwie finde ich es auch ganz süß. Wenn die hier einfach alle so ein bisschen rumlaufen. Sind mir mittlerweile schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt noch schlachten möchte. Jo, einmal 25 Stück hier rein. Was wir jetzt definitiv auch mal noch machen, was schon längst überfällig ist, ist einmal den Eiktür-Skill zu holen. Dass wir auch mal wieder ein bisschen schneller unterwegs sein können. So, dann haben wir das. Ich lasse jetzt erstmal bei den beiden, weil jetzt ist mir die Karottensuppe doch ein bisschen zu schade. So, das hier wird dann der Knochenwanst. Ich habe echt Respekt vor dem Typen. Ich habe es ja schon mal erwähnt. Soll wohl der schwerste Gegner sein. Danach kommt dann noch der Drache und noch das Skelett. Von denen habe ich noch nicht viel gesehen, beziehungsweise gar nichts. Aber Knochenwanst soll wohl echt eine ganze Nummer härter werden. Naja, wir kümmern uns hier mal ein bisschen noch um die alte Basis. Wir müssen hier auch mal noch mehr Tore reinmachen. Weil das hier ist zwar drin, aber hier vorne ist noch offen und ich glaube hier hinten... Ne, hier ist auch schon Tor drin. Das heißt aber auf jeden Fall dort noch eins rein. Weil es schon wieder ganz schön lange ruhig war, was die Angriffe angeht, und das ist meistens kein gutes Zeichen. Und ich habe echt keine Lust, dass die hier in die Basis kommen. Einerseits sind wir hier nicht so gut verteidigt wie in der neuen. Und andererseits sind meine Schweinchen hier. Und ich habe halt echt ein bisschen Angst um die. Ich hoffe, das kann man nachvollziehen. Wir müssen dann auch nochmal gucken mit den Karotten. Wir müssten ja mittlerweile echt viel zu viele haben. Dass wir die mal immer einstecken noch zum Futtern. Ich wollte eh mal die Stats vergleichen. Was macht denn so ein Mürli? 15 Gesundheit, 15 Ausdauer und hält wie lange? 600. 2020 hält aber nur 300. 2020 hält 600. Naja, es ist nicht das Beste, aber zumindest einfach so für das normale Rumlaufen, ein bisschen jagen gehen. Ist das, denke ich, soweit ganz in Ordnung. In den Krypten nehmen wir eh Möhrchensuppe. Und eventuell noch ein paar Würstchen mit rein. Weiß nicht, esst ihr Mörlis? Könnte man eigentlich auch mal probieren. Müsste eigentlich. Guckt mal, geht mal hin. Eigentlich hieß es ja, Schweine essen alles, was bodennah wächst. Ja, die essen Mörlis. Na Mensch, das ist doch viel besser. Dann brauche ich nicht die Himbeeren und Pilze hier reinwerfen, die wir mühselig sammeln müssen. Das reicht natürlich nicht ganz. Ihr drei habt es nicht mitbekommen, ne? Und ihr kriegt auch noch mal was. So, naja, super. Habe ich gar nicht dran gedacht. Auf jeden Fall besser. Dann haben wir noch ein Holz einstecken. Wir haben noch ein Holz einstecken. Dann würde ich noch mal ganz kurz an den Kessel gucken. Die Metmischung gesund. Muss fermentiert werden. Uiuiuiui. Das ist aber meine Hausnummer. Sehr gesund kostet
Ach, das kostet dann die Blutsäcke. So, eigentlich macht es nur den Unterschied von den Blutsäcken her. Also warum nicht gleich die sehr gesund Variante? Die Frage, ob hier auch genauso viele rauskommen wie hier nach dem Fermentieren, aber ich hoffe doch. Bärenmarmelade. 8 Himbeeren, 8 Blaubeeren. Wir haben halt so wenig Blaubeeren, weil wir so selten im Dings sind, im dunklen Wald sind. Was die Metmischung lecker macht, weiß ich nicht. Und hier haben wir wieder einen Pilz, eine Karotte. Also wir könnten uns auf jeden Fall mal noch eine Karottensuppe brutzeln. Ich hoffe mal, dass wir hier noch ein paar Pilze haben. Ja. Dann machen wir uns die gleich mal fertig. Die geht schön schnell, die ist mega, 1500 Sekunden hält sie. Und Ausdauer ist jetzt gerade doch erstmal wichtiger als Gesundheit, weil wir ja durch das Bronzeschild komplett blocken können. Solange wir Ausdauer haben, kriegen wir keinen Schaden. Also wäre mir das eigentlich erstmal lieber. Wir hauen das jetzt erstmal komplett durch. Und dann sieht es doch gut aus. Außerdem ist es auch so schön, dann können wir eigentlich die Karottensuppe auch immer mal zwischendurch naschen. Die Ausdauer ist schon viel wert, dann kommen wir schneller voran, kommen schneller mit, eigentlich mit allem. Ne? Alles, was wir machen müssen, geht schneller. So, 18 Stück könnten wir uns brutzeln. Dann können wir das mal hier reinhauen. Ich weiß nicht, hatte ich schon irgendwo Möhrchen versteckt? Natürlich auch sein, dass die alle in der neuen Basis sind. Und hier mal auch noch die gelben Pilze mit rein. Dann lasst uns mal eben schauen, was unser Kohlenmeiler macht. Ihr seid alle happy. Das ist schön. Wir hauen hier noch mal ein bisschen was rein. Wie viel haben wir dann noch? 5 haben wir noch. Dauert halt immer ganz schön Ewigkeiten. Aber in der Zwischenzeit können wir ein Tor bauen. Und ich hoffe mal, wir haben noch genügend Holz jetzt. Was kostet denn so ein Tor? Wo ist denn das? Das ist die Tür, hier ist Tor. 12 Stück. Also brauchen wir wieder Holz. Naja, dann gehen wir mal wieder ein bisschen Holz sammeln. Haben wir lange nicht gemacht. Auch hier liegt eine ganze Menge rum. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ein normaler Baumstamm. Jetzt müssen wir natürlich jetzt Holz sammeln, wo wir kein Skill mehr vom Dings haben. Wie heißt er denn? Der Uralte, Entschuldigung. Jetzt musste ich erstmal kurz überlegen. Aber ich glaube, das reicht, wenn wir hier den einen Baumstamm klein machen. Haben wir jetzt 24 Holz? 23. Wie sollte es anders sein? Oder können wir einfach den hier schnell aufheben? Jo, passt. Ja, es war halt eine sehr, sehr hügelige Gegend hier am Anfang, ne? Ist nicht ideal für eine Basis. Kann man zwar trotzdem alles machen, ist aber mega, mega viel Arbeit. Aber das war halt unsere Stadt hier. Und ich erinnere mich auch gern zurück, wie ich hier Folge für Folge immer mehr Fragen hatte und nach jeder Folge erstmal googeln musste, was muss ich jetzt machen, was jetzt. Aber es ist cool. Mittlerweile weiß man so viel übers Spiel, weiß, wie alles funktioniert und man kann einfach immer so ein bisschen zurückblicken. Das gefällt mir. Holztor. Ach, jetzt kommt ein kleiner Gräuling. Nee, Holztür wollte ich nicht, Holztor wollte ich. So. Und so. Das ist jetzt abgebrochen. So? Ja, ich habe dir ein Tor gebaut, mein Guter. Ey, nicht mein neues Holztor. So passt es. Dann sind wir hier zumindest erstmal wieder zu. Müssen uns keine Gedanken mehr machen, wenn hier mal ein Angriff kommt. Also, ja, Gedanken müssen wir uns immer noch machen. Aber wir können zumindest erstmal in Ruhe überlegen. Auch hier wäre es natürlich eine Überlegung wert, nochmal so eine kleine Erhöhung zu bauen. Hier wäre auch eigentlich Platz dafür. Wie hatte ich denn damit angefangen? Eigentlich mit der Treppe. So. Ich glaube, die ist ein bisschen zu nah am Dings dran. Machen wir mal so. Dann haben wir hier einmal so eine Platte dran gesetzt, die hier nicht mittig hält. Warum auch? Aber ich glaube, das Problem hatten wir das letzte Mal schon. Man sieht es halt bloß irgendwie echt schwer von hier. Mal gucken, ob ich die von hier besser dran kriege.
Natürlich nicht. Dann machen wir es anders. Dann packen wir jetzt erstmal das Ding dorthin, dann müssten wir das besser draufgesetzt kriegen. Oder ich mach's halt doch so ohne Rasterfunktion, ja. Dann können wir das nämlich nochmal abreißen. Ja, die Dinger sollten ja, wenn dann schon an den Ecken dran stehen. War das richtig? Ja. So und so. Eigentlich reicht ja. Reicht das? Wir hatten sonst zwei Etagen, ne? Halt die Frage, wenn die natürlich dann genau am Dings dran sind, am Tor, dann kriegen wir die wahrscheinlich auch nicht von hier. Müssen das nochmal anders machen. Warum ist denn der jetzt mit kaputt gegangen? Das war eigentlich nicht der Plan. Jetzt snappt das natürlich alles wieder nicht ein. Ach Mist, wir müssen nochmal kurz anfangen. Lasst uns mal noch schnell nach der Kohle schauen, dass wir neues Holz will ich gar nicht hinterherwerfen. Dann können wir das Ding nicht bauen. Oder wir machen es hier drüben, hier ist mehr Platz. Aber dann haben wir hier diese blöde Erhöhung. Wir stehen halt hier ein bisschen höher. Ne, wir machen das hier. So, wir hatten sehr wahrscheinlich zwei davon, ne? Mir das so hochgebaut, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Weiß es gar nicht mehr. Wir müssen da nochmal gucken gehen. So und schnell so, dass du nicht abbrichst. So und schnell so. Wohl doch, wir hatten zwei Etagen. Und das Holz ist leer. Naja, zumindest können wir uns jetzt schon mal hier hochstellen und von hier aus schießen. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir haben eh noch 1 Million Baustellen. Ich finde auch den Kaminabzug hier ziemlich beschissen und ich glaube auch, dass der Grund ist, warum das mit dem Feuer alles nicht so funktioniert. Ich dächte fast, wir haben den einfach offen gelassen oben. Ich hatte da zwar nochmal eine Trennwand gezogen, aber ich denke mal, durch die Trennwand kann der Rauch nicht richtig abziehen und dann geht das Feuer nicht an und wenn wir es so hier offen lassen, hier oben, kommt natürlich Regen rein. Das heißt, den müssen wir auch nochmal neu machen. Ah, ich find's cool, wie es dann gleich anfängt rauszudampfen. Also generell so die ganze Rauchentwicklung. Und wie das gemacht ist mit Rauchvergiftung, wenn man keinen ordentlichen Abzug hat, finde ich mega cool. Ja, wir warten jetzt mal noch, bis die 4 Kohle durch sind. Dann haben wir wieder 44, beziehungsweise 45. Und dann machen wir uns wieder in die Basis zurück, dass wir das restliche Eisen schmelzen können. Und dann geht es eigentlich direkt schon wieder Richtung versunkene Krypten. Wir können in der Zeit nochmal ganz kurz hier die Truhen durchgucken. Ich bin immer noch auf der Suche nach meinem fehlenden Eisen. Wir haben hier Werkzeug, wir haben hier Waffen, wir haben Pfeile. Was ist denn da? Ach, sind wieder Feuersteinpfeile. Nein, was mache ich denn? Dann lassen wir die erstmal hier. Hier ist Rüstung drin. Wertvolles passt auch. Knochen passt auch. Das haut auch hin, obwohl wir das mal mit zu Werkzeug packen könnten. Jetzt weiß ich, warum es... Obwohl, können wir die übereinander stapeln? Nee, bei Werkzeug geht das nicht. Gut, jetzt weiß ich, warum es nicht da drin war. Pell passt. Trophäen passen. Federn passen. Leder auch. Harz. Samen. Ich glaube, das haut schon alles hin. Wir haben hier noch 38 Kohle. Ich glaub's nicht. Ach, Mist. Ja, so ist das, wenn man seine Truhen nicht ordentlich sortiert, ne? Egal, nehmen wir gleich mit rüber. Müssen wir mal schauen, dass wir hier bei Sonstiges mal fix das Holz noch mit reinwerfen. Steine, aber zumindest haben wir jetzt nochmal durchgeguckt. Ist das Bernstein? Ne, das Honig. Sieht immer so ähnlich aus. Hier haben wir auch noch Honig und hier sind Pilze drin. Gut, also hier ist nichts. Naja, dann haben wir halt ein bisschen mehr Kohle jetzt. Hier drüben brauchen wir sie erstmal nicht. Teleportieren, damit können wir uns ja immer noch. Falls wir mal welches brauchen. Also schnell wieder zurück, restliches Eisen schmelzen. Kohle verstauen, ab in die versunkenen Krypten.
müssen mal schauen, wie viel wir jetzt insgesamt zusammen haben an Eisen, ob es schon für das nächste Rüstungsteil reicht. So, hier einmal komplett voll. Wäre cool, wenn es noch irgendwie einen Shortcut gibt, wenn man mit Shift oder so drückt, dass man es komplett voll macht, dass man nicht so viel drücken muss. Weil mit gedrückt halten dauert es Ewigkeiten, das habe ich mir direkt abgewöhnt. Da ist man wirklich schneller, wenn man 20 mal die E-Taste hintereinander hämmert. Metall. So, wir haben hier 16 Stück. Wir packen jetzt hier bei der Kohle erstmal noch den Spaß wieder rein. Dann nehmen wir den ganzen Scheiß hier wieder raus, dass wir hier auch auf jeden Fall Ordnung beibehalten. Und Honig haben wir aktuell eh genug. Die 20 Fleisch können wir mal noch ganz schnell brutzeln lassen. Und dann legen wir uns schlafen und können dann komplett mit ausgeruht. Ach, wir haben wieder kein Holz. Habe ich hier noch irgendwo Holzstapel rumliegen? Ja. Ja, dann können wir uns schlafen legen, dass wir komplett ausgeruht sind. Für das Sumpfland. Ach, dieses Brutzelgeräusch, da kriege ich direkt Hunger. Wir dürfen es bloß nicht wieder aus dem Auge verlieren, sonst haben wir wieder mehr Kohle. Zweimal Eisen, wie viel ist denn noch drin? 6 Stück sind noch drin. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall das nächste Rüstungsteil hin. Wert wäre natürlich auch eine Überlegung wert, aber ich finde eigentlich, wir machen ganz gut Schaden aktuell. Bin da wieder ein bisschen zu geizig für. Ich will erstmal die Rüstung haben, glaube ich. So, sammel's alles ein. Dann hau gleich nochmal die nächste Ladung mit drauf. Man kann auch 3 Stück über so ein Feuer machen, ich glaube sogar 4. Aber das wird mir dann alles zu eng. Dann möchtest du das eine eigentlich wegnehmen davon, drückst auszusehen das andere an und hängst wieder was hin und dann wird das alles nicht gleichzeitig fertig und wird zu Kohle und nee, wir lassen das so, reicht ja auch so vollkommen. Geht ja relativ flink. Ich meine, wir kriegen ja 12 Fleisch hin innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden oder so. Man muss es ja nicht übertreiben. Und so lässt es sich alles schön abnehmen. Nichts verbrennt. Huch. Wer haben wir denn noch? Genau leer geworden jetzt. Hat einmal perfekt gepasst. Cool. Ja, wir gehen gleich ins Bett. Dann frierst du nicht mehr. 3 Stück noch. Also haben wir da nochmal 8 zusammen. Cool. Ich kann immer nur wieder sagen, cool. So, alles nochmal einsammeln, mein Guter. Wir rennen nochmal hinten lang. Dann haben wir alles. Dann sind wir hier fleischtechnisch auf jeden Fall wieder ganz gut unterwegs. Dann würde ich nämlich den Honig wieder rauspacken. Wir gehen hier nochmal ganz kurz hier hin. Das heißt, wir können einmal die Nixenschwänze wegpacken und wir können einmal den Honig wegpacken. Ich würde jetzt erstmal, ja, eine Karottensuppe kommt eigentlich eher bei Früchte rein. Na, wohl auch nicht. Wir packen das mit bei Fleisch rein. Dann haben wir nämlich das hier, obwohl die 8 Stück reichen. Das Metall hier oben rein. Dann haben wir uns jetzt gleich mal fix schlafen. Dann ist nämlich in der Zeit auch drüben das Metall fertig und wir können das bloß noch schnell in Kiste packen. Und dann wieder zu unseren guten Freunden, die sich Trogger nennen. Beziehungsweise, wir müssen noch ganz kurz gucken, Entschuldigung, dass wir uns noch ein Rüstungsteil bauen. Aber es geht echt gut voran, den Helm haben wir schon, jetzt werden wir uns wahrscheinlich die Schuppenrüstung basteln können. Was wollen wir denn mehr? Dann schaffen wir es doch bestimmt in den nächsten 2-3 Folgen. Ich denke mal eher 2 Folgen, dann das letzte Rüstungsteil noch komplett zusammenzukriegen und dann können wir uns noch aufs Schwert stürzen. So, was kostet der Spaß? 2 Hirschfell noch. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal hier, wie viel haben wir schon? 13 haben wir einstecken, das heißt 17 brauchen wir noch und sind natürlich direkt überladen. Wie viel wiegt denn das Zeug eigentlich? Gewicht 3, Gewicht 10.
21. Das, wir sind bei 400. Achso, wir haben ein bisschen viel Holz einstecken. Pack mal ganz kurz die Rüstung weg, dass wir hier nicht so abschwitzen. Und zwei Hirschfell hatte ich gesagt. So. Guck mal, wir sind wieder nackt. Lange nicht mehr so gesehen. Also natürlich nicht ganz nackt, aber ihr wisst, was ich meine. Eisenschuppenrüstung und Attacke. Da haben wir sie. Die sieht bestimmt cool aus. Oh ja. Definitiv. Das sieht doch langsam mal etwas fortschrittlicher aus, was wir hier fabrizieren. Cool. Dann können wir uns auch den... Ist das der Eisenhelm? Ja, ne? Eisenhelm wieder anziehen. Den Beinschutz noch. Und dann passt es doch soweit. Wir sind gut ausgerüstet, können uns auf den Weg ins Sumpfland machen. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.